Viele Tiere sterben wegen dem Müll. Die armen Tiere, wo kommt der Müll her und weshalb ist er noch da? Hallo Susi, da kann ich dir helfen. In vielen Produkten sind winzigste Plastikpartikel enthalten. Die Mikroplastikpartikel, Plastiktüten und anderer Müll werden in Tonnen produziert. Leider gelangen durch diesen Abfall chemische Stoffe ins Meer. Fische wachsen nicht oder reagieren nicht mehr auf chemische Signale ihrer Feinde. Weniger Eier schlüpfen und die Larven fressen bevorzugt Plastikteilchen. Tiere, vor allem Schildkröten, halten die Plastiktüten für Quallen und fressen diese. Sie ersticken daran, verhungern mit vollem Magen und bekommen Leberkrankheiten und Entzündungen. Im Fettgewebe sammeln sich Giftstoffe an, die krebserregend, fruchtbarkeitsschädigend sind und wie Hormone wirken können. All diese Krankheiten und Giftstoffe gelangen durch den Verzehr der Tiere in den menschlichen Körper. Treibendes Plastik wird auch zur tödlichen Falle, wenn sich junge Meeresbewohner in Kunststoffteilen verheddern, die sie langsam erdrosseln, während sie heranwachsen. Ausgewachsene Tiere ertrinken oft, weil ihre Flossen durch Schnüre regelrecht gefesselt werden. Hunderttausende Delfine, Wale, Robben, Schildkröten, Seevögel und sogar Eisbären fallen dem Plastikmüll jährlich zum Opfer. Aber wie kommt der ganze Müll ins Meer? Jedes Jahr gelangen etwa 9 Millionen Tonnen Kunststoffabfall in die Ozeane. Rund 20% des Mülls stammen von Schiffen, der Rest gelangt vom Festland über Abwasserkanäle und Flüsse, durch Windverwehungen oder Eintrag über die Strände ins Meer. Meeresströmungen tragen das schwimmende Plastik an viele abgelegene Orte. Der Müll findet sich an einsamen Stränden genauso wie am Meeresboden der Antarktis wieder. Plastikteile sowie die entsprechenden Zersetzungsprodukte gelangen in Strömungswirbel und führen zur Verdichtung in manchen Meeresregionen. Den Nordpazifikwirbel brachte dieses Phänomen den Beinamen Great Pacific Garbage Patch ein. Der Wirbel bedeckt eine Fläche so groß wie Mitteleuropa mit Müll, also eine Art Müllinsel im Meer. Wo ist denn überall Plastik drin? Plastikabfall entsteht auch dort, wo wir ihn nicht vermuten. Kosmetikhersteller helfen bei der Wirkung von Zahnpasta, Duschgels oder Peelings nach mit der Beimengung von Kunststoffkügelchen, sogenanntem Mikroplastik. Die winzigen Plastikpartikel können ungehindert Kläranlagen passieren und über die Flüsse ins Meer gelangen. Größere Plastikteile können auch durch Sonnenstrahlen oder Salzwasser zu Mikroplastikpartikeln verfallen. Und was wird dagegen getan? Die Umweltgruppe Ocean Conservancy hat 2011 rund 4000 Tonnen Müll aufgesammelt. 2002 hat Irland eine Zwangssteuer von 22 Cent auf jede Plastiktüte verordnet. Letztes Jahr im Urlaub standen große Container am Strand. Gehört das auch dazu? Ja, in vielen Ländern wurden diese Container für den Plastikmüll aufgestellt. Und wie kann ich helfen? Ich bin in keiner Umweltgruppe. Du kannst zum Beispiel Stoffbeutel statt Plastiktüten bei einem Einkauf verwenden oder alte Geräte verkaufen, statt sie wegzuschmeißen. Ich denke, ich werde ab jetzt mehr auf meinen Müllverbrauch achten. Danke, Professorin Schlau.